Hallo und guten Tag. Hier sind wir wieder mit den neuen Nachrichten aus dem Kulturzentrum Staaken, den KUS-Nachrichten. Wir bieten Ihnen wieder eines Interessantes für den nächsten Monat und freuen uns, wenn Sie sich bis zum Ende dieser Ausgabe ansehen. Also legen Sie los, es geht weiter. Was willst du denn hier? Ey, warte mal, du bist doch jetzt noch nicht dran. Ich bin doch jetzt dran. Ja, ich bin jetzt dran, ich muss jetzt was Wichtiges sagen. Setz mal die Brille richtig auf, Alter. Ach so, danke schön. Na gut, ey. Bis gleich. Muss sie denn zum Städele hinaus? Städele hinaus und du, mein Schatz, bleibst hier. So, da bin ich wieder. Euer Dieter Durchblick. Leute, wisst ihr was? Ich muss mal Pause machen. Ich muss mal raus in die weite Welt. Berlin ist ja im Sommer ganz schön. Aber ich glaube, so weit draußen ist es auch mal ganz schön. Deswegen will ich mich erstmal für eine ganze Weile verabschieden. Aber hier im Haus, da geht es richtig gut weiter. Und zwar wisst ihr was? Mit ganz viel Herz. Also, bis Danny und tschüssi, euer Dieter Durchblick. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, nachdem Dieter mir jetzt das Wort erteilt hat, will ich Sie gerne mit unserem Rückblick beglücken. Wir hatten im vergangenen Monat die Beat Pilots hier mit Originalsound der 60er Jahre aus Swinging London, der Merseyside und allem, was das Beat-Herz begehrt. Jetzt möchte ich Sie zunächst darüber informieren, dass unsere Kollegin in Klado am Pahnemannweg 22 ein wunderschönes Seniorentreff haben. Das Programm dafür gibt es auch bei uns im Kulturzentrum Staaken. Es steht bevor ein grandioser Monat, der am 6.9. mit der Tower Jazz Band bei uns begibt. Empfangen Sie Louis Armstrong, Chris Barber und viele andere Jazzgrößen in Person der Tower Jazz Band bei uns hier im Kulturzentrum Staaken. Gefolgt von Karl Hanschke, der zum 7.9. zu einem bunten Nachmittag lädt. Kaffeekuchen, Lieder, Anekdoten von damals bis heute. Und es geht schwungvoll weiter mit der Salsa-Party von Eduardo Villegas, die am 14.09. kein Tanzbein ruhen lässt. Bemühen Sie sich bitte rechtzeitig um Karten. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Am Freitag, den 20.09. und am Freitag, den 25.10. ist die Familien- und Inklusionsdisco vom Gemeinwesenverein Heerstraße Nord bei uns zu Gast. Ein buntes Programm und jetzt kommt's. Auf gar keinen Fall verpassen, am 21.09. bei uns zu Gast in Personalunion Frank Sinatra und Elvis Presley in der Rolle von Daniel Buchholz. Am 21.09. Einlass 16 Uhr. Beginn 16.30 Uhr. Und wenn Sie noch früher kommen, sind Sie herzlich willkommen, sich die Ausstellung von Rita Mickley anzugucken, die gegenwärtig wunderbare Bilder aus ihrem privaten Atelier hier in der direkten Nachbarschaft bei uns ausgestellt hat. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ihr Detlef Kleiner. Und jetzt hier noch Zettel verteilen. Ja. Deshalb habe ich gar nicht so viel Zeit zum Quatschen. Kalle! Da kommt ja Kalle. Vielen Dank. Jetzt sehe ich. Okay. Kalle, ciao. Komm ran hier. Was machst du hier? So. Mensch, hallo Detlef. Na? Ja. Das ist ja ein Ding. Jetzt stehe ich hier gerade vor der Kamera. Ja, sag mal. Komme zu meinem Kurs hier und werde direkt vor die Kamera geleitet. Mein Kurs heute, wie jeden Mittwoch, ist Atmen und Entspannen. Aber wo ich sowieso schon gerade hier vor der Kamera stehe, möchte ich daran erinnern.
Am 7. September, da sehen wir uns hoffentlich alle zum bunten Nachmittag. Wird wieder richtig super. Also, Kaffee freue mich. Kaffee und Kuchen musst du noch sagen. Ach, Kaffee und Kuchen soll ich noch sagen, hat er gerade gesagt. Also, bis Danny, ciao. Und jetzt, wie immer zum Schluss, einen kleinen Spruch. Und zwar etwas fürs ganze Leben. Für den Langschläfer ist die Welt länger in Ordnung. Und tschüss.